Der Hamburger Tennisstar Alexander Zverev musste sich bei den Olympischen Spielen in Paris im Viertelfinale gegen den Italiener Lorenzo Musetti in 2 Sätzen geschlagen geben. Der Olympiasieger von 2021 muss also ohne Medaille nach Hause fahren. Damit bleibt das Team Deutschland bei diesen Sommerspielen ohne Tennismedaille, denn auch alle anderen deutschen Tennisstars sind in Paris bereits ausgeschieden. Die deutschen Hockeydamen konnten am Freitag ihr Gruppenspiel gegen China mit 4:2 für sich entscheiden. Damit stehen sie nach 4 absolvierten Spielen der Gruppenphase auf Platz 3 und sind damit bereits sicher ins Viertelfinale eingezogen. Trotzdem steht morgen noch das letzte Gruppenspiel gegen Belgien an. Im Kader der Hockeydamen befinden sich auch 7 Hamburgerinnen. Bundessportministerin Nancy Faeser hat am Freitag in Paris eine gemeinsame Erklärung zu einer deutschen Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele unterzeichnet. Damit erreicht der Deutsche Olympische Sportbund einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer gemeinsamen Bewerbung verschiedener Städte und Bundesländer. Auf ein konkretes Austragungsjahr hat sich der DOSB bislang nicht festgelegt. Die Bundesregierung favorisiert nach eigenen Angaben die Spiele im Jahr 2040, also genau 50 Jahre nach der deutschen Einheit.